Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu ADAC GT Masters 2015 mit unserem Z4. Machen wir mal einen kurzen Blick, bevor das Rennen startet, hier in meine volle Runde rein. Zumindest die Runde aktuell war ich dann auf P1. Aber ich glaube, die anderen werden sich noch ein bisschen verbessern. Aber ich werde das mal dabei belassen, dass wir auch schnell zum Fahren kommen. Ah, hier fast ein Ticken zu spät dran gewesen, sehr hart reingebremst in die Kurve. So, da geht's weiter jetzt hier in die Links. Ah, auch hier bleibt das Rad innen ein bisschen stehen. Das kostet natürlich auch ein bisschen Zeit. Das geht noch ein bisschen besser. Oh, hier ist ein nicht so idealer TV-Punkt bei der Tafel genau gewählt, aber macht nichts. So, rechts rein hier. Jawohl. Und die links. Die Bremsscheiben glühen. Ja, da ein bisschen innen am Körb hängen geblieben. Auch wieder ein bisschen Zeit verloren. Also, da wäre noch einiges drin in der Runde. Da wäre definitiv noch einiges drin. Ja, perfekt, das war die Runde. So, zurück zur Werkstatt. Gehen wir in die Zeit. Na, da sind wir schon Zweiter. Keilwitz hier. Seinem Chevy hat uns da schon überholt. Wow, 5 Zittel hat er sogar aufgebrummt. Da hat er eine Traumrunde hingelegt. Geht das nicht hier mit T? Die Zeit beschleunigen? Ah, nicht wirklich. Fabian Hambrecht, wo sind denn die... Luca Stolze nur auf der 10. Wo ist sein Teamkollege? Ich sehe ihn jetzt gar nicht. Hm. Da war doch noch ein Bentley. Ah, da ist er. Hambrecht, genau auf der 3. Symbole sind ein bisschen klein. Gut. Wir beenden mal den Durchgang. Und da stehen wir noch immer hinten da als Zweiter. Sehr schön. Fortfahren. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Die Startaufstellung. Keilwitz, ja, mit mir hier in der ersten Reihe. Dann Hambrecht mit Alessi. Auch wieder ein Chevy hier. Sehr schön. Auch wieder eine Korvette. Ersten zwei Reihen, zwei Korvetten. Eine Korvettenstrecke. Dann erst die ersten zwei Audis mit Kevin van der Linde, der normalerweise ein paar Leute vorne ist, und Marc Passeng. Kein Mercedes noch hier zu sehen, schade, schade, schade. Uwe Alzen und Baumann hier. Und Brocic hier, der erste Mercedes, und Stolz, die ersten 10. Ich würde sagen, wir starten ins Rennen. Los geht's. Der hat aber irgendwie einen komischen Vorsprung gerade, oder? Keilwitz. Brauchen wir die Namen? Nein, die brauchen wir nicht. Oben können wir sie auch lesen. Na gut, dann schauen wir mal, wie es uns so ergeht. Ich nehme mal die Kurve länger, dass wir hier schön rauskommen, aber er bleibt da voll am Gas mit seiner Corvette, die auch sehr nett ist. Vielleicht werden wir da mal eine neue Saison fahren. Können wir auch hinspringen auf diese. Aber leider sind wir da ein bisschen zu wenig Mercedes auch unterwegs. Aber gut. Müssen wir so nehmen, wie es ist. Schauen wir mal an, wie wir hier über die Runde mitkommen. Ja, und diesmal habe ich es nicht vor, dass ich wieder in der letzten Runde alles wegschmeiße, so wie in Indianapolis. Ja, da ist mir wirklich das Lenkrad ein bisschen weggerutscht, das war das Problem, und ich wollte nicht noch einmal neu starten.
Zurückspulen kann man ja nicht. Und Heilwitz, wie es heute schon wissen, will hier auf jeden Fall am Hockenheimring gewinnen, so wie es ausschaut. Ich glaube, eins der wenigen Spiele, wo die Zeiten von der Quali und im Rennen wirklich authentisch halbwegs sind. Ja, das ist doch fast ein bisschen zu spät. Hambrecht hinter uns, dann Alessi, Van der Linde auf der 5 und Magmasen auf der 6. Tut sich momentan nicht allzu viel. Ja, hier natürlich die klassische Überholmöglichkeit, da müssten wir aber dran sein. Ich werde aber jetzt einmal halbwegs versuchen, mal immer die unten halbwegs sauber mal hinzubekommen und dann werden wir sich überlegen, ob wir irgendwo angreifen könnten, theoretisch. Bleiben wir auf der Straße und gehen nicht aufs Curb. Ja, ich könnte mir allerdings den Nürburgring auch sehr interessant vorstellen. Also wenn das hier auf so ein ähnliches Niveau abgeht, könnte ich mir auch ein längeres Rennen vorstellen am Nürburgring. So, jetzt sind wir aber gut dran hier. Ja, die Corvette geht da gut raus. Ah, sind wir noch einen dicken zweiten Deck für einen Angriff. Den Bentley hinten haben wir hinter uns lassen. Sonst tut sich da hinten auch nicht viel. Die sind alle eingereiht. Alessi kann da auf Hambrecht nicht wirklich angreifen. Und Kevin van der Linde, der zwei Audis, können wir da mit Alessi nicht zu 100%ig mitgehen. So, wir kommen hier immer fast ein bisschen näher eigentlich ran. Ja, nur die Frage, ob man da irgendwo einen Angriff riskieren sollten. Ja, im Endeffekt hinten bei der Haarnadel einfach mal rein. Das sollte normalerweise nicht allzu viel passieren. Wenn wir natürlich auch gut dran sind, auch keine Frage. Mal schauen, was Kellwitz macht. Vielleicht wieder mal nervös oder keine Ahnung. Ich möchte heute auf jeden Fall ein besseres Ergebnis liefern. Und ich meinem Team auch. Und mir persönlich. Nach Indianapolis, wo wir gut dabei waren, aber dann leider rausgerutscht sind. Nennen wir es mal einen kleinen technischen Defekt, aber meinerseits. Nicht vom Spiel oder sonst wo. Fast 10 Minuten Zeit, um dann den Keilwitz hier anzugreifen, aber hier sind wir um ein, zwei Wagenlängen zu weit weg irgendwie, das wird schwierig. Ich will da jetzt noch kein irgendein Manöver starten, obwohl er da zum Schluss, das doch relativ langsam irgendwie reingeht in die Kurve. Also da werden wir uns, sollten wir uns eigentlich doch relativ leicht tun, dann vorbeizugehen hier. Glaube ich, wenn wir mal einen dicken weiter noch dran sind.
abwenden, kommen wir dann hier jetzt auf einmal. Wenn er dann einen Schub kriegt, oder er. Eine Halle ist hinter ihm. Sollten wir auch den einen oder anderen Blick in den Rückspiegel nicht vernachlässigen. Jetzt sind wir da ganz gut rausgekommen und er nicht allzu gut. Na, der war nicht so geil. Aber egal, wir bleiben dran. Ja, man könnte jetzt, nein, ich habe mit der Gedanken gespielt, ob ich die Wiederholung reinhaue, aber nee, das bricht ein bisschen den Rennfluss. Einmal kurz gelupft bei der Bremse beim Aufmachen. Klappt auch. Na, jetzt hat er dieser vom Gas gegangen, hat sich nicht getraut, da reinzugehen. Oder daneben zu gehen. Da sind wir schön durch die Kurve gedriftet. So, jetzt schauen wir mal, ob er uns nachkommt. Da nicht ganz. Das MotoGP-Syndrom. Glaube ich aber nicht. Dann bleibt er dran. Schnellste Runde Magnus hängt auf 2,5 mit seinem Audi. Jetzt haben wir da einen kleinen Vorsprung rausgefahren, aber Keilwitz, weiß nicht, nicht mehr ganz so in Speed drauf. Jetzt dürfte der Bentley ein bisschen näher kommen, wie es ausschaut. Ja, vielleicht hat er den Druckluft, also die Druckluft im Reifen so gewählt, dass er am Anfang des Rennens ein bisschen besser aussieht, aber dafür dann eben gegen Überrennmitte schon jetzt dann ein bisschen nachlässt wieder. Eben mit dem Gedanken, dass er vorne wegfahren kann. Jetzt geht er vom Gas. Wäre möglich, so wie er ausschaut, oder hat er nur eine leichte Schwächephase? Ist auch möglich. Aber wir werden sehen, sehen wir es, 1930 hat sich wieder ein bisschen abgesetzt gegen den Bentley. Aber die Audis hinter Bentley, machen wir ein bisschen Sorgen. Und Alessi, nein, das ist ja auch ein Chevy, oder? No, kommt das Heck auf einmal her? Wo kommt das Heck her? Von hinten, aber warum? Ja, da, ja, auf Start und Ziel der letzten Sektor sind sie ein bisschen schneller wie ich, die KIs. Ja, muss man ihnen auch aufpassen, dass man nicht zu sehr abkürzt. Uwe Altson, schnellste Runde. Minuten. Knapp über eine Sekunde Vorsprung auf Keilwitz. So kann es weitergehen für uns. Ja, hier der einzige Schwachpunkt bei der KI. In der Schlussphase, der Bremsphase. Ist ein dicken zu lasch ist, aber das ist nur ein minimaler Kritikpunkt.
Alles andere ist ja sowieso mal top. Jetzt kam 42, 8 und schnellste Runde Bernie Baum. Ich wollte es noch sagen, das war jetzt sicher schneller sogar wie im Quali. Da haben wir auch schon die schnellste Runde. Noch 2,5 Minuten. Freunde, heute holen wir das Ding. Da traue ich mir jetzt auch sogar aus dem Fenster lehnen, mich aus dem Fenster zu lehnen, denn hier ist es möglich. Hier muss ich gar nicht so kurbeln irgendwie, oder ich weiß nicht. Ich glaube das Lenkrad sollte jetzt heute passen. Das werden wir nicht wieder verlieren. Gleich nochmal nachzogen. Hier speziell wird es vielleicht noch den einen oder anderen Prozentpunkt vertragen, die KI, dass er eben sich ein bisschen schwerer tut. Aber es ist auch gut so, dass nicht überall komplett hundertprozentig gleich ist. Dass man auch hier und da mal Chance auf einen Gewinn hat. Gut, und die... Er ist ja dran auf einer Sekunde in Keilwitz und ja... Ich glaube, das passt schon so. Sekunden, das heißt, das ist jetzt höchstwahrscheinlich die letzte Runde. Ja, mit Sicherheit. Und da hätten wir Hockenheim auch schon wieder hinter uns. Das, letzte Runde. Ah, immer ein Ticken zu weit hier. Was, Freunde? Senkia Motorsport. Die schnellste Runde. Sehr schön. Ja, der Bentley, dann hinten noch eine Corvette, dann die zwei Audis. Oh, da, ja, die hinten. Wir alzen hier. Ei, Baumann, Rotschig. Ja. Und da haben wir den Rennsieg. Sehr schön. Und wir sind wieder mal auf unserem vierten Platz. Sensationell.
Ja, Stolz vor Hambrechter, die beiden Bentley ist noch immer vorne, dann Kevin van der Linde auf der 3. Bernie Baum auf der 4 und Marc Passeng, bester Audi auf der 5. Sehr schön. Ja, wunderbar. Warten wir das Laden noch ab. Dann hätten wir dieses Rennen auch schon wieder hinter uns. Ja, da sehen wir das Auto. Das wäre auch einmal vielleicht ganz interessant zu pilotieren. Ja, mal sehen, wo es uns noch hin verschlägt mit diesem Spiel. Aber das, dieses Spiel ist wirklich einfach einmal ganz vorne anzusiedeln. Oh, Verzeihung. Da bin ich schon wieder müde. Ja, Formel 1, das könnte auch sehr interessant werden. Formel 1, Freunde. Ungarn, da hat man ja auch ein geiles Rennen, oder? Freunde. Eieiei, das wird nice. Das wird nice, Ungarn. Wunderbar. Ja, Formel 1, man kann irgendwie einen eigenen Avatar, endlich eine eigene Nummer kann man sich aussuchen. Der Karrieremodus ist wieder da. Genau so soll es sein. Und ich hoffe auch Coop mit dem Mike, dass wir da nicht selber mitschreiben müssen und. Ja, so im Herbst dann werden wir wieder durchstarten. Mal schauen, wie lange wir durchhalten. Könnte dann Coop-mäßig auch wieder interessante Saison werden. Jo, ich würde sagen, mit diesen Bildern darf ich mich verabschieden. Danke sagen fürs Einschalten. Macht immer wieder Spaß. Und ja, nächstes Rennen ist in Ungarn. Immer geil. Immer geil das Rennen. Und zumindest das letzte kann man erinnern. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, das wird jetzt auch der Fall sein. Gut, dann danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.